Liebe Fünftklässler, das nächste Video kommt jetzt. Erst wollte ich euch noch einen Tipp geben zu den Kreisen, die ihr gezeichnet habt. Teilweise habe ich gesehen, dass die Linien von dem Zirkel, dass die ziemlich dick waren. Das liegt daran, dass natürlich die Zirkelmine relativ schnell stumpf wird, wenn man viele Kreise zeichnet. Jetzt, wie kriegt man die wieder spitz? Man hat ja keinen Spitzer, das heißt, es gibt schon so kleine Spitzer, aber die taugen eigentlich nicht so viel. Da gibt es einen Trick. Ihr nehmt einfach ein Stück Schmirgelpapier, ein kleines, und reibt ganz vorsichtig an der Spitze, so schräg, und dann wird das wieder wunderbar dünn, diese Linie. Könnt ihr vielleicht mal versuchen, auch mit einer Nagelfeile. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Heute würde ich euch gern mal fragen, ob ein Krokodil oder eine Schere weiter geöffnet werden kann. Also schafft das Krokodil das so weit wie die Schere? Überlegt mal. Krokodil ist ja viel größer, das heißt, wir könnten hier mal messen, wie weit das Krokodil sein Maul aufkriegt, und wir könnten hier an der Schere mal messen, wie das da ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, die Schere ist ja viel kleiner, also kann man das richtig direkt vergleichen. Was meint ihr? Also kann das Krokodil sein Maul weiter aufmachen als die Schere? Das ist die Frage. Dazu habe ich jetzt mal zwei gelbe Linien gemacht, die genau, also die zumindest ungefähr zeigen, wie weit jetzt das Krokodil sein Maul aufbekommen hat. Und das schiebe ich jetzt mal darunter. So, das sind jetzt die zwei Linien. Mache ich erstmal die Schere ein bisschen größer. Und lege jetzt die Linien so, dass man das ungefähr vergleichen kann. Okay. Und jetzt seht ihr, dass die Schere viel weiter aufgemacht ist auf dem Foto als beim Krokodil. So, und jetzt das Interessante ist, ich kann jetzt die Schere auch, das Foto von der Schere so klein machen oder so groß, wie ich möchte. Es ändert sich an dieser Öffnung im Prinzip nichts. Es ist immer größer, bleibt immer größer geöffnet als das beim Krokodil. Und jetzt kommt es für euch, das Wichtige. Wir könnten jetzt einen kleinen Bogen hier einzeichnen und könnten sagen, so weit ist die Schere bzw. das Krokodil geöffnet. Das war das Krokodil. Das nehmen wir noch grün und sagen, das ist jetzt, wie weit die Schere geöffnet ist. Also die Schere ist, kann man sagen, ein bisschen mehr als doppelt so groß geöffnet als das Maul vom Krokodil. Und diese Öffnung, wie weit eine Schere oder ein Maul vom Krokodil oder was auch immer geöffnet ist, das nennt man den Winkel. Das sind die beiden Winkel. Wichtig ist, dass beim Winkel es immer einen Punkt gibt, wo diese beiden Linien sich schneiden. Das nennen wir aber nicht Schnittpunkt oder Mittelpunkt wie beim Kreis, sondern das nennen wir Scheitelpunkt S. Der Scheitelpunkt. Dann brauchen wir noch eine Bezeichnung für die beiden Linien und die nennen wir Schenkel. Also wir haben zwei Schenkel, sie bilden einen Winkel und schneiden sich im Scheitelpunkt. Das müsst ihr euch wieder merken an Begriffen. So, und
welche Winkel es gibt, also wie man die unterscheidet von der Größe her, das kommt im nächsten Video.